Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mehr Apps und Games. Und heute geht es weiter mit Toca Life Stable oder auch Toca Life Stall. Ja, wir waren letztens ja schon auf dem Reiterhof von Toca Boca. Und heute, da möchten wir mal die nächste Station bei dieser App hier besuchen. So, wir hatten letztens, diesen Reiterhof hier. Oder den Stall eher gesagt. So, wir sind ja hier auf dem Reiterhof. Aber das war jetzt hier der Stall. Ne, hatten wir auch die Pferde hier eingesagt. Wie gesagt, da könnt ihr euch gerne den letzten Teil nochmal anschauen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal ausführlich erklären. So, vielleicht gehen wir jetzt mal nach hier oben in den Wald. Oder auch an den Wasserfall. Ah, das ist der Wald. Wanderwald. Und wir können es hier auch dunkel machen, Leute. Na, seht ihr? Also. Und wir können auch hier ein paar Figuren holen. Wir können auch ein paar... Ne, nicht freischalten. Können wir hier auch wechseln? Also du kommst auf jeden Fall auch mal mit. Und du auch. Und du auch. Und du auch. Okay. So, das ist hier der Wald. Oh, Rangerin ist auch da. Wir sehen hier verschiedene Tierchen. Das ist ja cool. Können wir auch Musik anmachen? Ja, aber wir schalten mal durch. Und wir nehmen das von letztem Mal. Das hat mir nicht gefallen. Oh, hier. Können wir das übers Feuer halten? Ich glaube nicht. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt hier mal als erstes hier ein kleiner Hase, ein Hund. Und hier auch so und sowas. Ah, hier sind die Pferde von letztem Mal. Die können wir doch rausholen. Können wir hier zu den anderen Tierchen zum Beispiel. Du auch. So. Und du kannst zum Beispiel auf den drauf. Du kannst auf das Pferd hier. So, und dann sind die beiden auch zusammen. So, vielleicht gibt es auch was zu essen hier. Für die Tierchen. Ne, das ist nur ein bisschen Gepäck. Ja, komm, ihr kriegt hier das Hähnchen. So für euch. Ja, schmeckt, ne? So, Brot bekommst du hier. Oh nein, möchtest kein Brot? Doch. Brot für dich. Oh, hier geht es ja auch noch weiter zum Wasserfall. Cool. Für dich gibt es auch noch mal Brot. Für alle Tierchen. So, und wenn es dunkel wird, Leute, dann geht es hier zum Lagerfeuer. Ihr könnt ja hier mal zum Lagerfeuer kommen. Und ein bisschen coole Musik hören. Die Tierchen können natürlich auch hier hinkommen. Am besten so viele Tierchen wie gehen. Hier noch zum Beispiel. Vielleicht machen wir es auch noch mal hell. So, du am besten auch noch. So, dann geht es hier zum Lagerfeuer, Leute. Die Sticks kommen jetzt erstmal noch dahin. Und Hündchen kommt jetzt auch noch mit. Du kriegst hier auch noch einen Sonderplatz. So. Ja. Nein, nicht aufs Feuer. So. Dann haben wir ja noch ein bisschen Platz. Wer möchte denn noch mitkommen? Du kannst auch noch mal mit. So, und wenn es Abend ist, Leute, wisst ihr Bescheid, dann ist das Lagerfeuer da. Ich habe ein bisschen Marshmallows gemacht. So, einmal für dich. Auch einmal für dich. So, aber die können auch schwimmen gehen, Leute.
Das wollen wir natürlich jetzt auch mal testen. Was ist denn, wenn du jetzt hier schwimmen gehst? Und mit dir? Ja. Können auch Pferde schwimmen? Ja. Die Pferde können auch schwimmen. Oder vielleicht auch hier drauf. Oder da oben. Ja, das geht. Das ist ja witzig. Und was, wenn wir dich hier drunter stellen? Oh, da passiert nicht viel. Okay, Leute, was sagt ihr hier zum Wald? Hier noch was zu trinken. Oder? Ja. Ah, da ist noch ein Boot. Das habe ich gar nicht gesehen. Mit dem Pferd auf ein Boot. Na, geht nicht. Na ja, gut. Guck, oh, was ich aber vergessen habe. Das kommt hier in den Müll. Kann er sich hier auch was anderes anziehen? Ja, das geht. Ja, sehr gut. Leute, was sagt ihr dazu? Schreibt es auch in die Kommentare. Noch zwei weitere Sachen sind über. Der Shop und hier das Reitturnier. Da werden wir natürlich auch noch hingehen. Leute, was sagt ihr zu Toka Lives Stall oder Stable? Gerade für ja, Pferdeliebhaberinnen und Pferdeliebhaber wirklich sehr, sehr toll. Sehr unterhaltsam. Und wenn man Toka Boka liebt oder auf Toka Live steht, dann ist das natürlich eine super App. Leute, was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!